Sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Anreize zu schaffen, verträglich Uraltmeiler dann abzuschalten, aus der vergangenen Woche war vieles. Sie waren ein Hoffnungsschimmer für Investoren, sie waren ein Angebot an die Stromkonzerne für weitere Milliardengewinne, sie waren ein kleines Zeichen für die Ernsthaftigkeit Deutschlands, die eigenen Klimaziele zu erreichen, aber eins waren sie ganz bestimmt nicht, ein Anschlag. Gehen wir einmal davon aus, wir wären noch nicht eine Woche weiter, wir wüssten noch nicht, was aus den Plänen oder dass aus den Plänen eben nicht viel geworden ist. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Gabriel wären Wirklichkeit geworden. Alleine diese Pläne schon sorgten, und das heißt, die Umsetzung wäre dann noch weitergegangen, sorgten bei Investoren von hocheffizienten, modernen, flexibel regelbaren Gaskraftwerken für einen Hoffnungsschimmer. Diese Anlagen, die für die Ergänzung der erneuerbaren Energien technisch in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, drohen schließlich aktuell eingemottet zu werden. Es ist doch absoluter Irrsinn, dass Investoren wie Statkraft in Hürth-Knapp sagt, überlegen müssen, ob sie ihre neu installierten Gaskraftwerke jetzt wieder abbauen, während dreckige, schmutzige Kohlemeier immer weiter auf Volllast laufen, die schon in Betrieb waren, als die deutsche Nationalmannschaft mit nur einem Stern auf der Brust spielte und der Verkaufsschlager von VW noch Käfer hieß. Während die Verlautbarungen von Gabriel Wirklichkeit geworden und die ältesten Kohlemeiler müssten jetzt nach und nach abgeschaltet werden, hätten die Stromkonzerne die Möglichkeit bekommen, in den darauffolgenden Jahren höhere Gewinne zu machen, und das sogar in Milliardenhöhe. Was auf den ersten Blick paradox erscheinen mag, ist ganz einfach zu erklären. Aktuell gibt es ein Überangebot, und da stimmen einfach die Aussagen, die Sie hier machen, Herr Kufen, absolut nicht. Denn wenn wir dieses Überangebot hier reduzieren würden, dann würden sich die Börsenpreise stabilisieren und insgesamt würde es Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich insgesamt für einen Ausgleich der Effekte kommen, denn die EEG-Umlage würde gleichzeitig dabei sinken. Dass Sie diese Tatsachen auch an den Anträgen einfach mal verschweigen, zeugt, finde ich, von energiepolitischer Ignoranz. Hätte Gabriel auch nach seinem Spitzengespräch mit den Stromkonzernen an seinen Äußerungen festgehalten, dann wäre das ein erstes gutes Zeichen an die Weltgemeinschaft nach Lima zur aktuellen Klimakonferenz gewesen, mit dem die Ernsthaftigkeit Deutschlands zur Einhaltung der Kyoto-Ziele deutlich geworden wäre. Aber was ist aus seinen Ankündigungen geworden? Das, was wir uns gestern von Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsminister zur Vorstellung von NAPE, dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, angehört haben, ist eher so etwas wie, ich finde, ein niedrig ambitioniertes Planspiel Energieeffizienz. Deutschland wird das Ziel, 40% Treibhausgasemissionen bis 2020 einzusparen, ohne zusätzliche Maßnahmen nicht erreichen. Der Meinung sind sogar die beiden Minister. Die Konsequenz ist aber ehrlich gesagt, in dem NAPE nur heiße Luft. Der hat beim Klimaschutz leider noch niemandem geholfen. Von konkreten Maßnahmen, zum Beispiel mehr Investitionen in Energieeffizienz im Gebäudesektor, Fehlanzeige. Stattdessen leider Ankündigungen und Prüfaufträge. Traurig ist daran, dass klar ist, dass die GroKo leider verspielt, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Und auch von Ihnen, Herr Brockes, habe ich leider hierzu wenig gehört, und dass Sie auch in Ihrer Rede immer dieses Argument des Klimaschutzes nur als Argument gegen die Landesregierung benutzen, zeigt, dass Ihnen der Schutz des Klimas, unseres allen Klimas, vollkommen gleichgültig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, zu guter Letzt möchte ich noch auf die Frage der Arbeitsplätze eingehen und Ihnen einen Vergleich vorstellen. In den vergangenen 2 Jahren gab es in Deutschland alleine in der Solarbranche einen Rückgang um 56.000 Arbeitsplätze. Das ist ein Rückgang um 46%. In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Jahres 5.000 Arbeitsplätze in der Branche der erneuerbaren Energien verloren gegangen. Und das hat nicht aufgehört, es geht immer weiter. Ganz aktuell eine Meldung von vorgestern: Deutschlands Marktführer für Wechselrichter für Solaranlagen, die Firma SMA aus Kassel, wird 600 Arbeitsplätze abbauen, da das Geschäft eingebrochen ist. Ich frage Sie, liebe FDP, als angebliche Wirtschaftspartei, wo ist da Ihre Empörung? Wo ist da der Aufschrei der Gewerkschaften? Wo ist das Engagement vom Bundeswirtschaftsminister für den Erhalt dieser Arbeitsplätze? Das einseitige Einstehen für fossile Energien und der Arbeitsplätze in diesem Bereich ist einfach verlogen. Sehr geehrte
Damen und Herren, wir brauchen endlich mehr Wirtschaftspolitiker, die sich auch für neue Branchen einsetzen und die erkennen, dass Investitionen in Klimaschutz eine Bereicherung und keine Belastung sind. Und wir brauchen endlich einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kollegin Brehms für die Piratenfraktion.